Chers intervenants, cher Thomas Meissen, chers amis de la maison Heinrich Heine, merci d'avoir répondu à notre invitation malgré toutes les incertitudes liées au coronavirus, au Covid, comment ça s'appelle, Covid-19, je pense. Bienvenue à cette soirée placée sous le haut patronage d'ailleurs de son Excellence Monsieur l'Ambassadeur Maya Landrut et qui est organisée en coopération avec l'Institut historique allemand. Je me félicite de cette coopération, de ce cycle de 4 conférences. Celle-ci est la première. La toute première était prévue au mois de décembre. Elle a dû être annulée à cause des grèves. La deuxième est placée sous le risque de ce virus qui nous occupe. Mais quand même, vous êtes venus et merci d'avoir maintenu aussi votre participation dans la salle. Et aussi les intervenants, d'ailleurs, qui viennent quelquefois de Berlin, où quelquefois la question peut se poser. Cette table ronde, comme je disais, s'inscrit dans le cadre du cycle « Oser la démocratie, participation politique en Allemagne au XXe siècle ». Et ce cycle est lancé conjointement par l'Institut historique allemand et notre maison. Une très belle coopération et j'espère que cette soirée et les soirées qui vont suivre montrent que nous avons pu organiser des tables rondes intéressantes. Comme vous le savez peut-être, la campagne électorale du SPD de Willy Brandt pour les élections générales de l'automne 1969 avait été placée sous le thème « Mehr Demokratie wagen, oser plus de démocratie ». Willy Brandt devait plus tard développer ce slogan lors de sa déclaration de politique générale devant le Bundestag. Et je cite, c'est une traduction maison. Dans les années 70, l'ordre, die Ordnung, l'organisation de la société que nous aurons dans ce pays, dépendra de notre capacité à inciter au partage des responsabilités. Un tel ordre démocratique requiert une patience hors du commun pour écouter les autres et un effort hors du commun pour se comprendre mutuellement. Nous voulons oser plus de démocratie. Et il ajoutait, le gouvernement ne peut agir avec succès dans la démocratie que si celle-ci est portée par l'engagement des citoyens. Ces élections avaient lieu quelques mois plus tard, après les événements de 1968, événements qui avaient ébranlé l'ordre établi dans de nombreux pays européens. Elles allaient déboucher sur la victoire de Willy Brandt et la mise en place d'une coalition entre le SPD et le FDP de Walter Scheel, une coalition fragile en apparence puisqu'elle ne disposait que d'une majorité de 2 sièges. On se rappelle que cette majorité fut mise à rude épreuve lors du vote sur la Ostpolitik de Willy Brandt en 1972. Pour la première fois depuis la création de la République fédérale, les partis chrétiens-démocrates se retrouvaient dans l'opposition. 50 ans après cet événement historique, l'heure est venue de faire le point et de rappeler le contexte de ces années. La vision défendue par Willy Brandt a-t-elle porté ses fruits et si oui, lesquels ? Quelles nouvelles formes de participation et d'action politique se sont développées dans le sillage de 1968 ? Ont-elles eu une influence en Allemagne de l'Est ? Quelles marges de manœuvre se sont ouvertes dans le système politique ouest-allemand face aux revendications émergentes concernant la croissance, l'environnement ou le droit des minorités ? Pour évoquer ces questions, nous sommes heureux d'accueillir ce soir 3 intervenants, 3 spécialistes. Madame Annette Lensing, maître de conférence à l'Université de Caen. Madame Silke Mende, directrice adjointe au Centre Marc Bloch de Berlin. Monsieur Dieter Rucht, ancien dirigeant du Wissenschaftszentrum de Berlin.
Et le professeur Thomas Meissen, directeur de l'Institut historique allemand, assurera la conduite des débats ce soir, d'ailleurs à la place de Madame Zoé Kagomar, qui est indisponible. Et un grand merci d'avoir changé ce rôle et accepté l'animation de cette table ronde. Un grand merci à vous tous et j'attends un débat très intéressant. Oui, merci Christiane Deusen. C'est à nous de te remercier, de remercier la Maison Heinrich Heine de nous accueillir ici ce soir pour ce débat. Je suis vraiment désolé pour Zoé Kagomar qui ne peut pas modérer ce qu'elle a préparé parce que l'initiative pour cette discussion est pas seulement la sienne, mais surtout la sienne. Je ne dis pas seulement la sienne parce qu'il y a des collègues à l'IHA qui l'ont conçue avec elle. Et je pense qu'elle tenait déjà au mois de décembre à la discussion. Elle y tenait au mois de mars. Elle va continuer à y tenir pour les autres réunions. Donc vous aurez certainement l'occasion de discuter sur la démocratie aussi avec Zoé Kagomar, qui en est vraiment une spécialiste qui travaille sur les systèmes démocratiques dans différents pays européens et les États-Unis. Forme de gouvernement, la démocratie qui est probablement beaucoup plus, qui dépend de beaucoup plus de conditions, de préconditions que nous n'aurions pensé il y a encore une dizaine d'années, une vingtaine d'années, quand la démocratie paraissait être la seule, pas seulement la seule forme légitime de gouverner, mais aussi quelque chose qui allait de soi, qui était plus ou moins naturel. Pour le moderniste que je suis, et je pense que pour tous ceux qui se connaissent un peu dans l'histoire des pensées politiques avant la Révolution française, il est évident que ça, c'était pas eu la conviction des auteurs, des gens qui pensaient autour, qui réfléchissaient autour de la politique, parce que laisser le pouvoir à la populace, c'est comme ça qu'on l'aurait dit. Ça a été conçu comme un risque énorme. Et donc, oser la démocratie, ça fait référence à des risques qui vont ensemble avec cette forme de gouvernement. Je ne vais pas développer ce sujet dans une perspective de moderniste, parce que nous sommes réunis ici avec des collègues qui connaissent très bien la situation en Allemagne, en France, en Europe, vers la fin du XXe siècle, mais je pense que nous sommes tous devant une situation dans laquelle nous nous demandons de plus en plus quelles sont les préconditions nécessaires pour garantir pas seulement une démocratie formelle, mais une culture démocratique, ce qui n'est pas forcément la même chose. Mais pour démarrer, je pense qu'on va laisser la parole à Willy Brandt, qui a déjà été cité, et qui va répéter ces phrases pour vous tous. À 20 Jahre nach ihrer Gründung, ihre Fähigkeit zum Wandel bewiesen und damit ihre Probe bestanden. Dies ist auch außerhalb unserer Grenzen vermerkt worden und hat unserem Staat zu neuem Vertrauen in der Welt verholfen. Die strikte Beachtung der Formen parlamentarischer Demokratie ist selbstverständlich für politische Gemeinschaften, die seit gut 100 Jahren für die deutsche Demokratie gekämpft, sie unter schweren Opfern verteidigt und unter großen Mühen wieder aufgebaut haben. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Voilà, ça c'est donc le slogan pour ce soir.
Et je vais passer immédiatement, sans vous présenter davantage, la parole à nos trois intervenants qui, chacun, chacune, va présenter un aspect de cette question dans l'histoire de l'Allemagne. Ce sont tous les trois des experts des mouvements sociaux, des mouvements politiques à partir des années 60. Et disons, en ordre chronologique, je vais donc passer la parole à Silke Mende d'abord pour situer le contexte des mots que vous venez d'entendre. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, eingeladen zu sein, dass Sie alle den Weg hierher gefunden haben, um heute Abend mit uns über mehr Demokratie wagen zu diskutieren. Wir haben das nun so aufgeteilt, dass wir, wie Thomas Meissen schon sagte, drei chronologische Schwerpunkte setzen wollen. Ich bin selbst zwar nicht Expertin für die Geschichte der SPD und für Willy Brandt, sondern stärker mit den Grünen beschäftigt, aber habe jetzt trotzdem mal den Aufschlag zu machen, um auf die späten 60er Jahre zu blicken und Willy Brandt und seine Regierungserklärung ein wenig zu kontextualisieren. Ich würde drei Gedankenkomplexe formulieren. Zunächst würde es mir darum gehen, die Regierungserklärung als Mythos des Augenblicks irgendwie zu betrachten. An zweiter Stelle würde ich mich gerne fragen, oder auch Sie fragen, meine Kolleginnen und Kollegen fragen, inwiefern 1969 eigentlich als Zäsur in der bundesdeutschen Demokratiegeschichte bezeichnet werden kann. Und die dritte Frage würde dann überleiten, stärker zu den 1970er Jahren und nach unterschiedlichen Demokratieverständnissen fragen. Wir haben vorhin Willy Brandt nochmal gehört und ich glaube, wir alle wissen, dass es sich um einen gleichsam ikonischen Moment handelt, der lange nachwirkt. Und in dieser Nachgeschichte werden wir, glaube ich, auch heute Abend unterschiedliche Wahrnehmungsschichten möglicherweise abzutragen haben. Also dieser ikonische Moment wirkt ja bis heute fort und er ist verknüpft mit anderen Ereignissen und Entwicklungen, die mit diesem ikonischen Moment verknüpft werden. Um welche Verknüpfung handelt es sich? Das ist erstens natürlich sehr stark verknüpft mit der Person Willy Brandt als Politiker, der gleichermaßen als charismatisch wie politisch integer gilt. Sie wissen alle, Willy Brandt als uneheliches Kind aus einfachen Verhältnissen stammend, NS-Gegner und Remigrant, konnte zum einen mit seiner persönlichen Biografie auch dafür einstehen, dass sich die Bundesrepublik nun einmal auf der richtigen Seite der Geschichte befand. Vor allen Dingen, weil er sich sehr stark abhob von seinem direkten Vorgänger, dem ehemaligen NSDAP-Mitglied Kurt Georg Kiesinger. Zum Zweiten, das kam vielleicht bei dem Ausschnitt gar nicht so stark zum Tragen, wirkte Willy Brandt auch anders als andere Politiker, als ein sehr jugendlicher Politikertypus, der auch medial mit Aufmerksamkeit spielen konnte. Er wurde teilweise positiv, teilweise negativ auch als deutscher Kennedy bezeichnet. Zweitens lässt sich das Ganze aber auch losgelöst von der Person Willy Brandt betrachten. Ich möchte jetzt gar nicht sehr viele Punkte aufzählen, aber einer ist bereits im Zitat selbst angeklungen. Der Moment wird wahrgenommen als Beweis dafür, dass die Bonner Parteiendemokratie funktionsfähig ist, dass ein Machtwechsel in Anführungszeichen nicht nur ganz normal verlaufen kann, sondern eben über Wahlen und Parlamente erfolgen kann und damit Deutschland sich als auf Augenhöhe befindlich präsentieren konnte im Vergleich zu anderen westlichen Demokratien. Und ein letzter Punkt in diesem ersten Bereich, der Moment und seine Wirkung, das Ganze hängt natürlich sehr, sehr stark zusammen mit der außerparlamentarischen Opposition und den Protestbewegungen, die im gleichen Zeitraum aktiv waren. Häufig wird aus der Rückschau die Regierungserklärung Mehr Demokratie wagen auch sehr, sehr stark auf diese 68er-Bewegung bezogen. Und beides wird als zwei Seiten ein und derselben Medaille wahrgenommen. Und ob das wirklich so ist, ließe sich möglicherweise auch heute Abend dann untereinander, aber auch mit Ihnen diskutieren. 68 und Mehr Demokratie wagen, ich denke das jetzt mal zusammen und damit komme ich zum zweiten Punkt, gilt allerdings nicht nur als ein ikonischer Moment, der nachwirkt, sondern wird auch diskutiert als Zäsur in der Demokratiegeschichte der Bundesrepublik oder möglicherweise sogar in der Geschichte der Bundesrepublik im Allgemeinen. Und die zeithistorische Forschung, um das schon mal vorwegzunehmen,
ist inzwischen einigermaßen einig darüber, dass 68 und auch Willy Brandt nicht am Anfang, sondern eher in der Mitte einer Entwicklung standen. Und insbesondere 1968 als Chiffre wird inzwischen eher als Katalysator betrachtet, der längere Entwicklung für alle sichtbar machte und verstärkte. Auch hier vielleicht kurz, welche Entwicklungen waren das? Auch das kann man jetzt nicht erschöpfend sozusagen katalogisieren, aber ich reiße vielleicht mal ein paar Punkte an, die wir dann auch noch vertiefen können. Das ist natürlich zum einen und sehr wichtig, das veränderte Verhältnis zur nationalsozialistischen Vergangenheit. Dafür stand sowohl die Person Willy Brandts, aber auch die Anklage der Väter durch die 68er-Bewegung. Damit eng verbunden wird auch das veränderte Verhältnis zwischen den Generationen aufs Tapet gebracht. Dafür steht Brandt als jugendlicher Politiker, wie ich es vorhin gesagt habe, aber eben auch der Generationenkonflikt, der sich nicht nur über die NS-Vergangenheit ausgetragen wurde. Mit Blick auf 68 würde ich vielleicht festhalten, dass es sich vor allem um eine Kulturrevolution handelte, die allerdings nicht nur in den großen Städten wie Berlin und Frankfurt oder in Unimetropolen wie Heidelberg oder Marburg stattfand, sondern gerade auch auf dem Land. In der Forschung der vergangenen Jahre ist insbesondere auch die Bedeutung von 68 in der Provinz immer stärker betont worden. Und um es vielleicht überspitzt zu sagen, ähnlich einschneidend und vielleicht mit größerer Langzeitwirkung als Uschi Obermeier, Rudi Dutschke, Fritz Teufel, waren vielleicht Jeans und Minirock, die das erste Mal auf der Schwäbischen Alb auftauchten, also ich überspitze jetzt ein bisschen, oder auch die Rolling Stones-Platten, die irgendwie in der Lüneburger Heide irgendwie über das Land schalten. Also gerade dieser Moment der Kulturrevolution in der Provinz scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein. Ein dritter und letzter Punkt, den ich nur kurz anschneiden möchte, denn ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein Punkt ist, der in den Diskussionen möglicherweise nochmal vertieft werden könnte, ist die Frage, mehr Demokratie wagen, welche Demokratie wagen? Und ich glaube, da müssen wir einen Blick darauf werfen, dass Willy Brandt eine andere Form von mehr Demokratie wagen im Blick hatte als die APO und die Studentenbewegung, aber auch vor allen Dingen als die sogenannten neuen sozialen Bewegungen, über die jetzt ja auch meine Kolleginnen und Kollegen sprechen werden, um diese Demokratieideen, aber auch Praktiken nochmal stärker vielleicht in den Mittelpunkt zu rücken. Ja, vielen Dank, Silke. Je passe la parole tout de suite à Monsieur Dieter Rucht pour la deuxième intervention. Ich trage meine längsschnittlichen Überlegungen in 5 Thesen vor. Die erste These: Es erscheint mir sinnvoll, eine analytische Unterscheidung zu treffen zwischen 3 Bewegungen oder Generationen von Bewegungen. Das ist erstens die Neue Linke, so wie sie in Frankreich schon in den 50er Jahren entstand, Nouvelle Gauche, dann auf England übersprang und in der Folge auf weitere Länder. Die zieht sich dann natürlich in die 60er Jahre hinein. Die zweite Formation, das ist die außerparlamentarische Opposition und die Studentenbewegung, die ihren Höhepunkt, zumindest in Deutschland, in der zweiten Hälfte der 60er Jahre hatte, in den USA aber schon früher losging. Und die dritte Formation, das sind die sogenannten neuen sozialen Bewegungen. Diese Gruppierungen kann man erstmal analytisch unterscheiden. Empirisch gibt es da natürlich Überlappungen, Schnittmengen. Darauf will ich nicht eingehen. Nun habe ich versucht, und das werde ich jetzt nicht vortragen, mal die Unterschiede zwischen diesen 3 Strömungen oder Generationen, ich habe da noch keinen festen Begriff dafür, die Unterschiede zwischen diesen 3 Generationen von Bewegung klar zu machen. Und ich tue das anhand einer Reihe von Kriterien. Wer sind denn die dominanten sozialen Träger? Wer sind die Exponenten, die Fürsprecher, die Helden, die Figuren? Wer sind die Kommunikationsorgane? Welche ideologischen Positionen werden vertreten? Welche Strategien werden vertreten? Das klammere ich jetzt aus, aber ich sage nur summarisch, da kann man durchaus markante Unterschiede feststellen. Die zweite These bezieht sich auf die Gemeinsamkeiten. Das ist neben dieser generellen und jetzt erstmal vage bezeichneten Linksorientierung, der progressiven Orientierung dieser 3 Strömungen, die Forderung nach einer weitergehenden Demokratisierung und Partizipation. Und das wird erstens sichtbar an den Selbstzeugnissen dieser 3 Gruppierungen. Ich nenne jetzt mal exemplarisch
das Port Huron Statement von 1962, das hat damals der amerikanische SDS, genauer war es nur eine Person oder fast nur eine Person, Tom Hayden verfasst. Und das ist im Grunde ein knapper, bündiger Text von einigen Seiten, in dem die Forderung formuliert wird und prominent gemacht wird, wir als Bürger müssen unsere Geschicke selbst in die Hand nehmen und das bedeutet eine soziale und politische Demokratisierung der schon bestehenden repräsentativen Demokratie. Ein anderer Text wäre der Text zur eine Denkschrift zur Hochschulreform, die der SDS, der deutsche SDS, Sozialistischer Deutschen Studentenbund, schon in der Phase seiner Ablösung von der SPD in den Jahren 1961, 62 formuliert hat. Aber da geht es in der Tat, wie der Titel sagt, um die Demokratisierung erstmal der Hochschule und die Demokratisierung der Gesellschaft im Weiteren und im Ganzen, die taucht eigentlich eher am Rande nur auf. Wenn ich jetzt auf die dritte Formation komme, da gibt es die umfassende Forderung bei den neuen sozialen Bewegungen einer umfassenden Politisierung des Alltags, so hieß ein Buchtitel, oder auch einer Forderung Strategien der Demokratisierung, so ein Text von Villemar, Strategien der Demokratisierung zu entwickeln. Die dritte These, diese drei genannten Strömungen haben mit unterschiedlicher Akzentuierung, mit unterschiedlichem Gewicht auch Demokratisierungsforderungen vorgetragen. Für die Neue Linke der 50er, 60er Jahre stand es eigentlich noch gar nicht im Vordergrund. Da war vor allen Dingen die Arbeitung, die kritische Verarbeitung des Marxismus, also Theoriearbeit, angesagt. Bei der Studentenbewegung, auch da, das fand ich eher überraschend, ich habe nochmal nach Texten gesucht, steht eigentlich die Forderung nach einer Auseinandersetzung mit der bestehenden Demokratie und wie die umgestaltet, wie die ausgebaut werden kann. Der Gedanke findet sich, aber die Überlegungen dazu sind eigentlich sehr allgemein gehalten, sehr diffus gehalten. Was aber deutlich zu sehen ist, und es hängt mit der Entstehungsgeschichte des SDS in Deutschland zusammen, das ist diese vehemente Forderung, die Universitäten radikal zu demokratisieren. Und da wurde erhofft, dass dann von den Universitäten ausgehend dann ein Ausstrahlungseffekt. Ja, ich habe es registriert, ich verbrauche meine Zeit und kürze deshalb auch ab. Ich komme zur vierten These und jetzt erläutere ich die nicht, sondern bringe es wirklich nur als These. Ich sehe die wesentlichen Tiefen- und Langzeitwirkungen dieser Strömungen, ihrer Summenwirkung, nicht in einem Beitrag zu einer sehr weitreichenden Demokratisierung, sondern vielmehr in einem Beitrag einer umfassenden kulturellen Liberalisierung. Jürgen Habermas hat auf die Frage, was ist denn eigentlich von 68 geblieben, das war 20 Jahre später, das Bonmot gebraucht, Rita Süssmuth. Das muss man wahrscheinlich im französischen Publikum erklären. Rita Süssmuth ist eine konservative Politikerin der CDU. Sie war lange auch Bundestagspräsidentin. Gemeint war mit der Benennung ihrer Rolle als Überbleibsel von 68, war natürlich keine Kämpferin aus der 68er-Riege, dass es einen Sicker-Effekt gab von kulturellen Effekten, der bis ins konservative Lager reicht. Und ich beschreibe jetzt nicht, was damit gemeint ist, mit diesem Stichwort kultureller Liberalisierung, aber ich glaube, die Zielrichtung ist etwas klar. Die letzte These, uneingelöst bleibt nach wie vor der Anspruch einer umfassenden Demokratisierung der Demokratie, einer starken Demokratie, wie das auch Benjamin Barber genannt hat. Und hier zum Schluss nochmal ein Zitat von Habermas aus diesem Band Student und Politik von 1969. Ich zitiere jetzt wörtlich: Demokratie arbeitet an der Selbstbestimmung der Menschheit. Und wenn diese wirklich ist, wird jene wahr. Politische Beteiligung wird dann mit Selbstbestimmung identisch sein. Ja, vielen Dank. Ouais. Et la, donc
Troisième intervenante, c'est donc Annette Lensing, et vous allez développer un peu plus vers même les années 80. Oui. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je vais boucler la boucle et donc voir comment dans ce contexte les Grünen se créent. Quand les 27 députés entament leur marche vers le Parlement de Bonn en mars 83 avec des fleurs, même un conifère frappé du Waldsterben, ce mal qui fait dépérir la forêt, il détonne. Ces hommes barbus aux cheveux longs, ces femmes qui osent prendre la parole, tranchent avec les habitudes poussiéreuses d'un univers masculin. Les anciens de 49 rechignent à leur faire une place, donc on peine à les placer, on ne sait pas où les mettre, et donc on imagine qu'ils vont partir aussi rapidement qu'ils sont venus. Pour Edgar Wolfram, l'arrivée des Verts dans le Parlement, dans le système politique allemand, est une fracture dans l'histoire d'après-guerre, ein Riss in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Ces conditions sont données par les transformations politiques, sociales, culturelles, qui s'inscrivent donc à partir du dernier tiers des années 50 jusqu'au début des années 70. Donc je rejoins ce que Zeke disait tout à l'heure en posant la question, est-ce que, en la niant aussi, est-ce que 68-69 est une refondation de la République fédérale? Donc non, malgré le pathos qui entoure le mea démocratie vague, donc oser plus de démocratie, les réformes de Lehrbrand s'inscrivent aussi dans ce temps plus long. Plus de démocratie, c'est dans ce contexte plus de participation politique, une politisation plus large de la société, portée notamment pour 68, point d'orgue de la nouvelle gauche en RFA. Les Verts ouest-allemands sont en partie les héritiers de la nouvelle gauche. Certes, pas exclusivement, Zeke Mend est davantage spécialiste que moi, mais a travaillé sur la multiplicité du bassin d'émergence des Grünen, donc, dont les acteurs sont biberonnés à différentes traditions politiques, idéologiques. Les nouveaux mouvements sociaux font office de passerelle entre la nouvelle gauche et les Verts ouest-allemands. Parmi les principes fondateurs que le parti se donne en 1980 figure justement la démocratie de la base, le social, qui marque une continuité évidente avec les champs d'action et d'expérimentation des acteurs de la nouvelle gauche, donc qui mettent en avant l'extension des droits civiques, notamment plus d'émancipation, des modes de vie alternatifs, qui sont eux-mêmes transformés au fil de l'entrée en contact des acteurs, des groupes, des mouvements, dans ce qu'on appelle donc le mouvement électoral dans le dernier tiers des années 70. Outre la gauche dogmatique, c'est surtout la gauche non dogmatique qui a largement influencé notamment le style politique des Grünen. Plus de démocratie dans le cas du parti qui se crée en 1980, c'est le positionnement, bien sûr, qui ne fait pas consensus, mais comme parti anti-parti, c'est la modification de la manière de faire la politique. Donc on a parlé des contenus, qu'est-ce que c'est la démocratie? C'est aussi comment se situer dans la démocratie, ne se situer ni à gauche ni à droite, mais devant. Plus de démocratie, c'est aussi faire entrer de nouveaux thèmes dans la vie politique, comme l'écologie, le droit des minorités, dont il a déjà été question, la non-violence, donc ils font partie aussi des principes fondateurs du parti. On l'a dit, oser plus de démocratie est à la fois l'expression des changements, mais c'est aussi surtout un catalyseur des changements rendus visibles et qui s'inscrit dans le contexte des espoirs, mais aussi des déceptions. Démocratique des années 70, donc à l'instar du décret sur les extrémistes, par exemple de la répression policière contre les manifestations anti-nucléaires. Si le foisonnement politique et démocratique qui fait suite à la démission de Brandt est inédit dans l'histoire politique ouest-allemande, ce regain démocratique est aussi dirigé contre l'État fort, ce qui est perçu comme un déficit démocratique, et peut-être on pourra en reparler plus tard, d'une démocratie dépassée, voire surmenée, eine überforderte Demokratie. La jeunesse des Grünen s'inscrit par conséquent dans le contexte de la conjonction de différentes crises, elle-même inscrite dans une dynamique transnationale large, thématisée par une série d'ouvrages d'alerte environnementale, au premier rang desquels donc le rapport de Meadows sur les limites de la croissance. Questionner l'écologie politique, c'est donc interroger les dimensions nationales, mais aussi les dimensions transnationales de ce débat. Merci beaucoup. Annette Lensing, pour
pas seulement pour ce que vous avez présenté, vous tous, mais aussi pour avoir donné déjà quelques mots clés que nous pouvons reprendre et puis continuer la discussion, qui va être d'abord une courte discussion parmi nous, surtout parmi vous, ici, pour puis déjà laisser la parole au public, et puis on verra comment ça se développera, si c'est un échange démocratique ou si c'est un échange autoritaire où les chercheurs savent tout, mais on veut essayer ça justement. J'ai une question, la même question à vous trois, mais je vous prie de répondre chacun dans sa perspective ou selon ses connaissances. Annette Lensing vient de dire qu'il y a un dynamisme, une dynamique transnationale. En parlant des années 70-80, mais c'était déjà clair avant que Diderot a déjà évoqué des auteurs non allemands, donc français, anglophones. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'allemand, ou pour être peut-être plus précisément, qu'est-ce qu'il y a de typiquement République fédérale allemande dans la déclaration de Willy Brandt? Quels sont les aspects qui se limitent à l'Allemagne, pour le poser comme ça, Silke, si tu pourras répondre à ça? Quelles sont les influences, disons, dans une perspective internationale ou transnationale, ce qui n'est pas, peut-être c'est déjà plutôt transnational, dans les débats des années 60 et après, dit Rucht. Et Annette Lensing, peut-être ce serait intéressant devant ce public qui va intervenir tout à l'heure aussi de revenir sur le cas français et les échanges entre les intellectuels, les mouvements, les mouvements politiques, les partis politiques aussi, entre la France et l'Allemagne dans les années 60, des années 60 à 80, en 2 minutes chacun. C'est faisable, Silke? Ja, vielen Dank. Ich probiere mal ein paar Punkte rauszugreifen. Also was ist besonders deutsch an der Regierungserklärung und an der Debatte um diese Regierungserklärung? Also zum einen habe ich ja schon so ein paar Punkte genannt. Regierungswechsel, kein Sonderweg, eine normale Demokratie. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der natürlich die deutsche Debatte zu dem damaligen Zeitpunkt sehr stark von anderen Debatten unterscheidet. Ein zweiter Punkt, den ich auch schon mit Blick auf die 68er-Bewegung angesprochen habe, das könnte nochmal ausgeführt werden, denke ich ja auch, ist natürlich dieser starke Punkt der NS-Vergangenheit und die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit der Väter, die in anderen 68-Bewegungen natürlich nicht die zentrale Rolle spielten. Diese Regierungserklärung ist sehr lang. Ich glaube, wir haben sie uns alle heute oder in den vergangenen Tagen auch nochmal angeschaut hier auf dem Podium. Und dieses Mehr Demokratie wagen ist nur ein sehr, sehr kurzer Auszug, der zu Beginn und am Ende eigentlich beleuchtet wird. Dazwischen sozusagen ist es eine ganz normale Regierungserklärung, die sehr, sehr viele Punkte aufgreift und dann natürlich auch Stellung nimmt zu internationalen Fragen, da sehr stark auch schon mal die Thematik der Ostpolitik andeutet, allerdings noch nicht ausführt. Auch das ist ein Punkt, der, glaube ich, für mehr Furore bei den Zeitgenossen sorgt und auch nochmal zu mehr Debatten sorgt als dieser Ausspruch des Mehr-Demokratie-Wagens. Und vielleicht lasse ich es sogar dabei, denn das fehlende Thema Ökologie wäre vielleicht eines, was wir dann später auch nochmal beleuchten oder was vielleicht auch meine Nachredner dann nochmal beleuchten würden. Ne? Ich stelle trotzdem noch schnell eine Frage. Die Situation gerade der 60er Jahre in einer als dann doch relativ autoritär empfundenen parlamentarischen Demokratie, inwieweit ist die nun speziell deutsch, gerade im Vergleich zu Frankreich? De Gaulle ist ja auch eine relativ selbstbewusste, um nicht zu sagen autoritäre Figur. Also haben wir es hier mit einem deutschen Sonderweg zu tun. Die deutsche Nachkriegsdemokratie begründet sich ja zum Teil gegen das deutsche Volk.
Also mit einer gewissen, nicht im Sinne einer fehlenden demokratischen Vorstellung, aber mit Misstrauen gegenüber einer weitreichenden Demokratie, also die Verantwortung gleichsam für den Nationalsozialismus wird ja auch also mit dem deutschen Volk geteilt. Direktdemokratische Experimente zum Beispiel werden als verfänglich oder als fatal angesehen. Die Parteien sollen stark sein in Deutschland. Inwiefern ist diese Konstellation allgemein europäisch oder typisch deutsch? Ja, ich greife vielleicht gleich mal dieses Beispiel de Gaulle und Frankreich auf, weil das natürlich auch nochmal einen Blick darauf lenkt, was wir als Bewegungshistoriker häufig außer Acht lassen, ist sozusagen der langweilige, in Anführungszeichen, strukturelle Rahmen, weil wir es natürlich in Frankreich mit sehr, sehr stark präsidiellen oder präsidialen Momenten zu tun haben, die dann auch natürlich eine besondere Ausprägung von Demokratie mit der Person de Gaulle, die ja auch nochmal eine eigene Wirkung entfaltet, mit sich bringt. Was allerdings, glaube ich, der große Unterschied ist, auch wenn vielleicht möglicherweise Ähnlichkeiten Deutschlands mit anderen Ländern zu erkennen sind, ist eben der unterschiedliche Erfahrungsraum. Und gerade diese Devise Bonn ist nicht Weimar ist natürlich eine, die in den 60er Jahren sehr stark eine Rolle spielt und die ja auch in heutigen Debatten über Demokratie, Möglichkeiten, Risiken immer wieder dann zum Tragen kommt, wenn, ich sage jetzt mal, irgendwelche Brüche sichtbar werden. Und in den 60er Jahren war das eben auch der Fall. Und ich glaube eben dieser Punkt der deutschen Vergangenheit, gerade auch mit Blick vor der Weimar-Erfahrung, ist eben einer, der diesen deutschen Moment dann eben doch speziell macht, auch wenn ich jetzt da nicht von einem Sonderweg sprechen würde. Ja, das hat man ja auch als Historikerin, ist man ja da auch eher zurückhaltend. Ich würde jetzt aber gleich Ihnen den Ball weiterspielen, Annette Lensing, jetzt wenn Sie den De Gaulle-Ball aufnehmen wollen oder politische Bewegungen, à vous de choisir. Je continue en français par cohérence. Mm-hmm. D'accord. Oui, alors ce qu'il y a de typiquement allemand et les dynamiques transnationales, moi-même je n'ai pas travaillé là-dessus. En revanche, je renvoie aux travaux de Nathalie Pohl, qui a notamment travaillé sur le mouvement anti-nucléaire et qui montre, notamment à partir de Fessenheim aussi, l'influence que cela a, la contestation à Fessenheim, l'influence qu'elle a sur de l'autre côté du Rhin, sur la construction d'une centrale à Breisach, qui du coup est reportée à Wiel, et donc l'intensification en retour de la protestation à nouveau de l'autre côté, donc face à la construction d'une centrale de plomb à Markolzheim. Donc ce qui montre bien les dynamiques d'échanges transfrontaliers, ici donc à l'échelle locale, ce qui est intéressant aussi parce que ça nous amène à revoir les stéréotypes nationaux. Qu'on a sur, par exemple, alors dans le cas de l'écologie, on a souvent cet imaginaire des Français comme étant particulièrement cartésiens, n'ayant pas un souci particulièrement porté pour la nature, et les Allemands plus romantiques, plus proches notamment de leurs forêts, Wald verbunden, là où les Français seraient Wald fern. Un des exemples, c'est justement le cas du Waldsterben, donc les dynamiques transnationales se voient aussi à partir de ce thème du dépérissement des forêts, donc pour lequel on n'a pas de terminologie française adaptée, donc on prend le terme allemand. Et qui montre, donc là aussi c'est Birgit Metzger qui a travaillé là-dessus, notamment donc, dans sa thèse « Er stirbt der Wald, dann du », et qui montre justement donc, que la nation allemande et le rapport, la place que joue la prise de conscience environnementale dans l'image nationale de l'Allemagne se cristallise à ce moment-là justement, par opposition à d'autres pays. Merci beaucoup. Et donc avec ça, je pense qu'on a une approche allemande, il y a déjà l'Occident, disons européen, mais dans votre intervention, vous avez déjà fait allusion aux auteurs anglophones, donc peut-être vous pouvez donner une dimension globale, ou au moins, disons, le global in Norden. Die Frage lautete ja... Was ist das typische
oder spezifische an der deutschen Situation oder vielleicht der westdeutschen Situation. Das muss man auch nochmal auf eine bestimmte Phase beziehen. Wenn ich jetzt über die Neue Linke der 50er Jahre spreche, dann käme was anderes raus, wie wenn ich, das würde ich jetzt kurz tun, über die Hochphase der Studentenbewegung, also die Phase zwischen 66, 69, 70 spreche. Das sind zum einen Hintergrundbedingungen da, die auch für andere Länder gelten, teilweise, aber in Deutschland verstärkt wirksam sind. Das ist zum einen die Nazi-Vergangenheit, die natürlich dort in Deutschland eine ganz besondere Rolle spielt, wurde ja schon erwähnt, aber das gelte auch zum Beispiel für Österreich, zum Teil für Italien. Es ist zweitens die Blockkonfrontation, der Kalte Krieg, der auch für andere Länder natürlich besteht, aber nochmal in besonderer Weise physisch manifest wird durch die Teilung Deutschlands und durch die Situation in Berlin. Da gab es zum Beispiel 1. Mai-Demonstrationen auf beiden Seiten der Mauer, wo Hunderttausende, im Wortsinne Hunderttausende auf beiden Seiten zugegen waren. Und es gab einen Lautsprecherkrieg. Also da sieht man nochmal, wie präsent diese Blockkonfrontation ist. Das ist drittens die Situation, und das ist ein Spezifikum, das gilt für die meisten anderen Länder nicht, die große Koalition, das heißt die weitgehende Abwesenheit einer parlamentarischen Opposition, einer kräftigen, lautstarken parlamentarischen Opposition. Das ist viertens die Präsenz einer enorm starken und aggressiven, sich auf die APO einschießenden publizistischen Öffentlichkeit, namentlich wiederum in Berlin mit der Springer-Presse, wo zum Beispiel die Studentenschaft insgesamt mit dem Wort langhaarige Affen tituliert wurde. Ich könnte jetzt viele andere Zitate bringen, aber ich glaube, es macht nochmal klar, welche konfrontative Haltung oder Konstellation da vorherrschte. Und ein letzter Punkt, also ich könnte jetzt eine lange Liste aufmachen, aber ich muss mich auch beschränken. Es ist schon interessant auch zu beobachten, dass die anfängliche Allianz zwischen Teilen der Gewerkschaften und der Arbeiterschaft, die noch mit Blick auf die Notstandsgesetzgebung bestand, dann relativ rasch zerbrochen ist. Das kann man ziemlich genau datieren auf das Jahr 1967, 68 und danach die Studentenbewegung, die deutsche Studentenbewegung sich ohne Kontakt, quasi ohne Kontakt zur Arbeiterschaft entwickelt hat, ganz anders als etwa in Frankreich und als in Italien. Vielleicht ein letzter Punkt nur noch als Stichwort. Der 2. Juni 1967, der Tod des Studenten Benno Ohnesorg, der am Boden liegend von einem Kriminalpolizisten erschossen wurde. Das war ein enormes katalysatorisches Ereignis, das die schon in Gang befindliche Bewegung nochmal enorm beflügelt hat und auch Teile dann der liberalen Öffentlichkeit auf die Seite der Studentenbewegung gezogen hat. Ja, vielen Dank. Sie sind meiner Frage ausgewichen, das ist aber legitim, denn wir reden ja hier vor allem über Deutschland. Ich stelle Sie aber trotzdem nochmal, hätte es die deutschen 68er ohne den Pariser Mai, ohne Berkeley auch gegeben. Natürlich sind auch das blöde Fragen, das wissen wir auch. Hätte es länger gedauert, wäre das ganz anders rausgekommen, hätte es einen anderen Charakter gehabt? Ganz kurz, der Pariser Mai und dessen Vorbereitungen, die ein paar Monate nur betragen, der eignete sich viel zu spät, als dass er hätte einen enormen Effekt auf die schon im Anlauf befindlichen Studentenbewegungen in den USA, in England und in Deutschland hätte sein können. Das heißt, es war schon eine Bewegung sozusagen im Aufbau, im Entstehen. Und das geht nicht erst 1967 los mit dieser Erschießung von Benno Ohnesorg, sondern da gibt es schon Vorläuferereignisse, zum Beispiel der Besuch von Moise Tshombe, des Staatspräsidenten aus dem Kongo. Da fanden schon die ersten Proteste 1964 statt und da gab es eine Reihe von Entwicklungen, die dahin führten, dass tatsächlich 68 dann der Kulminationspunkt wurde. Merci beaucoup et désolé pour les Français dans la salle que la France n'a pas été à l'origine du mouvement 68. Vous venez de l'entendre,
du côté allemand, mais ça, ce sera bien sûr aussi quelque chose qu'on pourra discuter. Je vais juste demander à Silke Mende et Annette Lensing s'il y a quelque chose que vous voulez encore contribuer avant d'ouvrir la discussion une première fois, ou réagir, ou contredire, bien sûr. Non, peut-être juste sur l'importance de la confrontation des blocs. Dans le contexte de guerre froide, j'ai eu l'occasion de travailler notamment sur Silent Spring de Rachel Carson, qui est un bon exemple aussi des peurs, de la stratification des peurs, peur des épidémies, peur de la mort, peur de la guerre, peur de la destruction nucléaire, et qui paraît au même moment que Fallout Shelter, donc qui est un exemple de ces guides de survie, donc pour survivre en cas de fallout nucléaire. Donc je pense que c'est aussi un exemple. Vielleicht ganz kurz, das widerspricht Ihnen allerdings weniger, ist vielleicht auch nochmal die Betonung der Tatsache, dass die transatlantischen Protestbeziehungen eine ganz zentrale Rolle spielten. Also sozusagen so die anderen deutsch-amerikanischen Beziehungen, wie Martin Klimke das beschrieben hat. Und sozusagen zur Ehrenrettung des Pariser Mai, in Anführungszeichen, könnte man natürlich auch mit Blick jetzt auf die Alternativbewegung der 70er Jahre, aber auch auf 68 und dann die Grünen, natürlich dann auch nochmal die persönlichen Beziehungen, Kontakte, Beeinflussung stark machen, die in der Person Daniel Cohn-Bendits, irgendwann musste der Name ja fallen, mit Blick auf 68 in der deutsch-französischen Veranstaltung, dann eben dann doch eine Rolle spielten, wo dann eben so kleine Transfers und Erfahrungsaustauschbeziehungen trotz allem eine wichtige Rolle spielten. Aber ich würde auch denken, das transatlantische Moment erscheint mir für all unsere Themen eigentlich ein zentrales zu sein. Ja, vielen Dank, merci beaucoup pour ce premier échange. Là, je vous passerai la parole pour quelques questions. Je vous prie, je vous promets qu'on parlera du 21e siècle dans quelques minutes plus tard. De là, vous limitez à des questions qui concernent le 20e siècle, qui est déjà assez lointain, comme nous réalisons. Donc, de vous référer à ce qui a été dit pour des questions sur l'histoire, et on va avancer vers le présent dans quelques minutes. Voilà, monsieur. Vous aurez un microphone, et utilisez le microphone pour la traduction simultanée, s'il vous plaît. Oui, juste un point, ce n'est pas ce soir que je découvre que le mouvement de mai 68 avait des précédents hors de la France, en particulier en Allemagne, où c'était un an avant. Et à ce propos, justement, j'ai entendu tout à l'heure, il me semble, le nom de Fritz Teufel. Et j'aimerais savoir si, à votre avis, ce qu'il représentait, lui et ses amis, ça constituait plus de démocratie aux yeux de Willy Brandt. Okay. Ich glaube, Fritz Teufel ist ein sehr untypischer Repräsentant der Studentenbewegung. Er ist in den Medien natürlich auch zu einer Figur geworden. Ich habe ihn auch selbst erlebt in München. Sagen Sie vielleicht etwas zu ihm. Vermutlich ist er ja nicht allen Anwesenden, also sozusagen zur Einordnung. Okay. Also Fritz Teufel war ein Aktivist in der Berliner Studentenbewegung, der durch Provokation hervortrat, später dann auch ins terroristische Lager ging. Also es hatte ja Strafverfahren, er war auch im Gefängnis. Der aber vor allen Dingen, wenn man es despektierlich formuliert, als Politclown aufgetreten ist. Das heißt, er war kein Theoretiker, er war kein Stratege. Er spielte seine eigene, sehr personenbezogene Rolle. Insoweit war er auch nicht relevant für die Demokratisierungsfrage. Ich glaube auch nicht, dass er da irgendwelche großen Töne gespuckt hat oder große Vorschläge gemacht hat. Also wenn man die Frage der Demokratisierung, wie sie in der Studentenbewegung aufgeworfen wurde, jetzt aufnehmen würde, dann würde ich ein Gespräch zwischen Dutschke und Semmler und einer dritten Figur verweisen. Das ist im Kursbuch von 1968 dokumentiert, und da überlegen sich sozusagen drei Lichtgestalten der damaligen Studentenbewegung, Lichtgestalt ist vielleicht nicht das gute Wort, aber jedenfalls drei Exponenten der Studentenbewegung,
Wie müssen wir die Zukunft, die Gesellschaft organisieren, damit es in unserem Sinne geschieht? Und auch da spielt die Frage der Demokratisierung, ich habe extra nochmal nachgelesen, eigentlich nur eine nachgeordnete Rolle, sondern da wird zum Beispiel auf die Bedeutung des Computers, ich spreche jetzt von 1968 verwiesen, den man nutzen könnte, um eine geniale gesellschaftliche Planung in Gang zu setzen. Das ist nicht unbedingt jetzt zentralistisch gedacht, aber in solche Richtungen weisen die Spekulationen dieser Zeit. Also vielleicht ganz kurz zu Fritz Teufel, nachdem was schon gesagt worden ist. Ich glaube eben auch, dass er sehr stark für dieses anti-autoritäre Element in der 68er-Bewegung steht. Und ich glaube, was man aus Fritz Teufel mitnehmen kann, ist eben, dass wir, glaube ich, mit Blick auf 68 oder auch die Themen, die uns heute Abend beschäftigen, Demokratie weniger als Thema fassen müssten oder immer sollen, mit Blick auf Ideen und große Konzepte, das klang ja vorhin auch schon an, sondern eben Protest als politische Praxis. Und ich glaube, das ist eben auch ein Moment, der mit 68 nochmal neu auf die Agenda gerät, was teilweise aufgegriffen wird von den späteren Bewegungen, aber was, glaube ich, auch uns als Historiker, Sozialwissenschaftler, Nachlebende darüber nachdenken lassen sollte, inwiefern sollte man über Demokratie eben auch sehr, sehr stark über Praxis nachdenken, diskutieren und eben nicht nur in Anführungszeichen über niedergeschriebene Texte, Programmatiken. Also ich glaube, das wäre so ein Punkt, den man da vielleicht noch rausziehen könnte. Ja, ich glaube, also das ist vermutlich konsensfähig, dass er ein Exponent war, aber kein Einzelkämpfer in dem Sinn. Ja, gibt es Exponenten oder EinzelkämpferInnen, die Fragen haben? Jürgen Finger. Ich würde gerne nochmal nachfragen, was jetzt eigentlich Demokratie bedeutet für die unterschiedlichen Gruppen, die Sie angeschaut haben. Weil es so ein paar Stichpunkte, die kamen, waren ja also Demokratie als Prozess, also vielleicht etwas, was man auch gar nicht erreicht, sondern an was man immer weiterarbeiten muss. Partizipation, Politisierung bis in den Alltag hinein. Das geht ja sehr weit. Ich will jetzt Willy Brandt nichts unterstellen, aber ich würde mal vermuten, dass Willy Brandt unter Demokratisierung doch im Vergleich dazu eine relativ stabile, sehr auf Institutionen ausgerichtete Vorstellung hat. Also vielleicht unterstelle ich ihm da was Falsches, aber was heißt jetzt eigentlich Demokratisierung? Ist das Ziel Partizipation auf allen Ebenen, in allen Bereichen? Also können Sie das noch ein bisschen besser auseinander dividieren. Ich weiß nicht wer, aber... Wer will dividieren? Sie schauen alle mich an. Ja, vielleicht ein kleiner Punkt zu Beginn, eben nochmal ausgehend von diesem Text. Also ich würde dir auf jeden Fall zustimmen wollen, dass Willy Brandt gründet in der parlamentarischen Parteiendemokratie im Repräsentativsystem der Bonner Republik. Das möchte er verändern und erweitern. Da würden auch solche Vokabeln fallen wie Transparenz und Offenheit. Also Transparenz, Offenheit, Partizipation sind, glaube ich, keine Worte, die er selber wählt, aber die so in diesem Kontext sind. Und was wir, glaube ich, nicht vergessen dürfen, das fällt häufig unter den Tisch, ist der Begriff der Mitbestimmung mit Blick auf die Gewerkschaften, was ein sehr wichtiges Thema in den 60er Jahren und den folgenden Jahren ist, also betriebliche Mitbestimmung. Ich glaube, das ist ein Punkt, den wir auch in der Rezeptionsgeschichte eigentlich häufig hinten runterfallen lassen. Also vielleicht das als Aufschlag, um dann zu den anderen Gruppen nochmal zu gehen, oder ich weiß nicht, ob Sie es ergänzen. Nur schnell, also auch ich bin keine Brandt-Spezialistin, nur ich verstehe es auch so, dass es eher ein verstärkendes Moment ist, also eher die Stärkung der parlamentarischen Demokratie bei Brandt, eben das Mitverantwortung, Mitbestimmung, die Idee, die Bürger wieder zurückzuführen zur Politik, was sich ja durchaus auch auswirkt, also was auch die Mitgliederzahlen der SPD anbelangt, auch was die jungen Mitglieder angeht.
Ich denke, Silke kann wahrscheinlich besser antworten, was die unterschiedlichen Demokratieverständnisse anbelangt. Ich denke, es gibt, man muss sehr stark differenzieren, ohnehin in der Neuen Linke, also manche plädierten für die Abschaffung der parlamentarischen Demokratie. Ich denke, man muss differenziert daran, es gibt keine einheitliche Antwort. Mehr Demokratie ist auch mehr, also neue Themen, wie gesagt, in das Parlament bringen, was durchaus auch, wenn man das Fallbeispiel von Petra Kelly nimmt zum Beispiel, auffallend bei ihr ist, dass sie eben Bitte un mot sur Petra Kelly, peut-être même en français. Als Ikone, ah oui, pardon, je n'avais même pas remarqué. J'étais dans le flou. Oui, je pense que sur la question de la démocratie, de la pratique démocratique, et qu'est-ce que ça signifie et comment est-ce qu'on peut modifier justement la manière de faire la politique, Petra Kelly est un bon exemple, parce que justement elle arrivait à rassembler, donc comme icône du mouvement pacifiste, elle a réussi à tirer vers elle les foules et à begeistern, à enthousiasmer les foules dans le Bonnerhofgarten, dans le cadre de la crise des euromissiles notamment, donc à la suite de la double décision de l'OTAN, donc des grandes manifestations du mouvement pacifiste, mais en revanche, dans le Parlement de Bonn, elle devient toute timide et elle n'arrive pas en fait à s'imposer, bon, c'est pas son arène politique. Ja, Herr Hoft, gerne. Willy Brandt war mit Sicherheit kein Radikaldemokrat. Er war Demokrat aus Herzen, aber das heißt erstmal, ein klares Bekenntnis zu repräsentativ-demokratischen, zu dem Institutionengefüge, das er, wenn man ihn gefragt hätte, ich kenne da keine Aussagen dazu, ein Stück weit auch erweitert hätte. Ich glaube, er hätte das befürwortet. Aber mir sind zum Beispiel keine Aussagen, keine konkreten Forderungen bekannt, dass Willy Brandt sich etwa für Referenden auf Bundesebene eingesetzt hätte oder einen grundlegenden institutionellen Umbau des Systems, geschweige denn eine Rätedemokratie gefordert hätte. Also da gab es natürlich schon andere Vorstellungen von radikalen Leuten. Agnoli Brückner, ein Buch über die Transformation von Demokratie, da wurde schon sehr fundamental und sehr radikal sozusagen am Gerüst der bestehenden Demokratie gerüttelt. Und die Stichworte Produzentendemokratie, die spielten zum Beispiel in der damaligen Diskussion eine große Rolle, auch bei Dutschke. Also, aber es war weniger dann die Auseinandersetzung mit dem parlamentarischen Gefüge, sondern es war eher eine Demokratie, die sich in den betrieblichen Raum hin erstreckt und von dort aus vielleicht wiederum auf Umwegen auf die Politik zurückwirkt. Ja, bitte. Ich würde sagen, die Tradition in Deutschland war ja doch viel weiter gegangen vor dem Krieg schon. Und wir hatten damals die Idee von Naftali in der SPD zumindest, also im sozialistischen Bereich. Ein bisschen lauter sein. Entschuldigung, ich wollte anspielen auf diese Idee der Wirtschaftsdemokratie, die von Naftali verfasst wurde. Ich weiß nicht, wie weit dann diskutiert und auch realisiert, aber die hatte bestimmt ihren Einfluss auf die Mitbestimmung in Deutschland. Und ich meine, ganz inhaltsleer war die Demokratie, so wie sie verfasst war für die Bundesrepublik, eigentlich nicht. Und in dem Zusammenhang fand ich Ihre These sehr interessant von einem Mann, den ich nicht kenne, aber der genau das vertritt, was ich für die Demokratie unabänderlich halte, Tom Hayden, der also über SDS und vielleicht andere linke Bewegungen Bürger aufruft, ihr Schicksal in die Hand zu nehmen. Und ich war damals Student und ich hatte einmal im Saarland, also auch in Westdeutschland, also nicht nur in Berlin, die These gehört, Hilfe zur Selbsthilfe. Das wurde dann auch zum Programm bei Willy Brandt für alle Entwicklungsländer. Das heißt, man machte sich eine Vorstellung,
dass die Intelligenz der Bürger oder der politisch Beteiligten doch entwickelt werden kann. Und die enorme Chance, die wir in Westdeutschland hatten, war, dass die Amerikaner mit gutem Beispiel vorangingen, um ein Re-Education-Programm aufzubauen. Das heißt, im konkreten Falle wäre das jeder, der etwas zur Gemeinsamkeit und zum Sinn der Demokratie sagen will und zur Aktualität von bestimmten brennenden Themen, bekommt einen Zuschuss. Können Sie das langsam zu einer Frage hinführen? Dass man sich daraus ein positives Bild des Bürgers machen konnte. Und die linke Bewegung hat das nur etwas weiter beschleunigt, was vielleicht sonst auf viel langsameren Wege begangen war. Und die Öffnung zum Ausland auch, zumindest zu den linken Bewegungen. Ich habe nie so viel über Frankreich gehört wie während des 68er Situation in Berlin. Allerdings auch über die Frage Vietnam. Ne? Ja, vielen Dank. Ich denke, das sind doch einige Stichworte, die man aufgreifen kann. Das amerikanische Modell und natürlich das amerikanische Einfluss, auch französische, wer will. Tom Hayden war übrigens auch der Mann von Jane Fonda. Ja, es war derjenige, der vor allen Dingen diesen Text, ein sehr bemerkenswerter Text, 1962 im Juni formuliert hat. Und dabei war übrigens, ich könnte jetzt viel über deutsch-amerikanische Beziehungen auch sprechen, war ein junger Student aus Deutschland namens Michael Fester. Der hat damals die Ohren gespitzt und hat das alles aufgesogen und hat dann zwei, drei Jahre später oder einige Jahre später Wissen aus den USA nach Deutschland transportiert, und zwar niedergeschlagen hat sich das in der Neuen Kritik. Das war ein Organ der Studentenbewegung in Deutschland, ein theoretisches Organ. Und der hat dann diese Ideen, dieses Manifest dort propagiert. Er hat auch die Idee des zivilen Ungehorsams, auch dieses ein Import von ihm jetzt aus den USA, in diese Neue Kritik, in diese Zeitschrift getragen. Also da gibt es viele Querbeziehungen. Man könnte jetzt auch in andere Richtungen gehen, in die Tschechoslowakei, nach Jugoslawien, zur Praxisgruppe. Das ist sozusagen ein Netzwerk, das man jetzt nicht aufspannen kann. Aber es ist jedenfalls klar, das war nicht eine singuläre nationale Entwicklung, sondern da gab es Querbeziehungen durch den Vietnamkongress in Berlin, der ja auch eine amerikanische Delegation beinhaltete, und durch Reisen von Dutschke und andere nach Prag und so weiter. Ja, vielen Dank. Ich nehme das, je prends ce point de départ pour poser une question à un été, qui sont des experts des mouvements. Notamment, j'ai l'impression, en vous entendant, qu'une différence, si je réduis à l'opposition Allemagne-France, une différence quand on pense aux années 70 et notamment les années 40, que les débats, les discussions publiques et le conflit politique en France, c'est encore très clairement gauche contre droite, Parlement, les syndicats, donc les institutions traditionnelles, si on peut dire, dans la tradition du 19e siècle et de la première moitié du 20e siècle, donc de la 5e République, donc une certaine continuité aussi de la structure des discussions politiques. Ce qui a été évoqué du côté allemand, c'était les mouvements écologiques, APO, l'opposition extra-parlementaire ou extra-parlementarien, la participation dans les entreprises, ce qui est dans la réalité quelque chose d'apolitique ou dépolitisé, si vous voulez, dans la vie quotidienne, mais qui marque très fortement
la vie dans une entreprise, même moyenne, comme la nôtre, si je peux dire, Christiane, elle sait peut-être aussi, on cherche des solutions en commun, on s'écoute, dans ce qu'on a, en France, on a plutôt l'impression que les hiérarchies et à travers les hiérarchies, les luttes contre les hiérarchies sont encore très fortes aujourd'hui. Mais là, ma question, c'est, ça se limite aux années 70 et 80. Et Annette, vous voulez commencer ? C'est clair ? Oui, comme elle veut. Comme vous voulez. Ja, vielleicht die Sache mit den neuen Themen scheint mir da entscheidend zu sein. Also das ist jetzt schon ein paar Mal angeklungen, das Ökologie-Thema, man könnte das Friedensthema ein Stück weit ergänzen, dass es diese Themen sind, die unter dem Rubrum der Lebensqualität der neuen Themen verhandelt werden, in Deutschland zunächst einen stärkeren Durchschlag haben. Und wenn man möchte, kann man die Linie auch bis heute ziehen teilweise, auch wenn die Grünen inzwischen ja auch große politische Erfolge in Frankreich feiern. Aber es geht, glaube ich, noch nicht, soweit ich das mitbekommen habe, um also einen zukünftigen Regierungschef, Präsidenten, anders als jetzt vielleicht in Deutschland, wo schon überlegt wird, wer von beiden wird jetzt Kanzlerkandidat von der grünen Doppelspitze. Die Schwierigkeit ist, glaube ich, dafür hieb- und stichfeste Erklärungen zu finden, weil du hast es vorhin schon so ein bisschen angedeutet mit ja, waldfern und waldnah. Ich glaube, das soll jetzt keine Kritik an dir sein, sondern das ist ja auch ein Blick auf die Sekundärliteratur oder auf die zeitgenössischen Warnungen, dass man da schnell so ins mythologische Tasten da abgleitet, wo man dann sagt, ja, der deutsche Nationalcharakter und der französische Nationalcharakter, wo wir uns irgendwie auch auf dünnes Eis bewegen und was, glaube ich, nicht so viele Erklärungen bereithält. Ich weiß allerdings auch nicht, und jetzt schaue ich vielleicht zum Kollegen Sozialwissenschaftler, welche anderen Faktoren man da stärker anführen könnte. Also es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sehr stark zum Beispiel auf eine politische Kultur hinweisen, die in Deutschland, in Nordeuropa stärker protestantisch geprägt ist und man sagt, okay, eine größere Affinität zu diesen Themen, vielleicht auch zu einer Form von Austerität, die mit Wachstumskritik besser einhergeht, ist auch irgendwie schwierig als Argument. Also ich glaube, das Problem bei diesen Erklärungen ist, wenn man den Befund hat, dass man da sehr, sehr stark dann zu Schematisierungen neigt, die also mich selbst jetzt nicht so stark überzeugen, aber möglicherweise hat Herr Ruch da... Ja, vielleicht doch zuerst, d'abord Annette qui a une âme française et une âme allemande en elle-même, donc qu'est-ce que vous pensez des caractères nationaux pour expliquer les différences, disons, des procédures de démocratisation dans les deux pays? Oui, alors je te donne bien sûr totalement raison. Si je donnais l'exemple tout à l'heure, c'était justement pour dire plutôt que les contemporains utilisaient justement les stéréotypes. Donc dans le contexte du débat du Waldsterben, ce que montre Birgit Metzka, c'est justement le recours à ce type de stéréotypes nationaux qu'on retrouve aussi dans le débat autour de Tchernobyl, par exemple, où on reproche aux Allemands une hystérisation. Par exemple, c'est ce que montre Catherine Jordan dans sa thèse de doctorat über die mediale Rezeption von Tchernobyl in einer Vergleichsperspektive. Justement, je pense que, cette thèse a été bien sûr revue. Néanmoins, ces catégories nous permettent de penser aussi, alors pas comme, plutôt comme Quellenbegriff, que comme catégorie d'analyse, effectivement. Donc je te donne tout à fait raison. Voilà, sur le lien avec le protestantisme, c'est effectivement ce qu'on retrouve. Je pense que ça peut être intéressant aussi. Je pense, moi, j'ai la même méfiance que toi, parce que c'est vrai que si on reprend l'idée du Sonderweg allemand, on a vite fait de déraper, justement, et d'aller vers un Sonderweg national. J'ai toujours, en tant que moderniste, le plaisir de vous rappeler qu'il y a plus de catholiques en Allemagne que de protestants. Donc là, on arrive très vite à une impasse, mais en France, on a toujours encore cette vision d'une Allemagne protestante renforcée, même pas Silke Mende. Juste là-dessus, peut-être, Joachim Rathkau, justement, a montré une articulation possible entre protestantisme à l'échelle internationale aussi, entre protestantisme et écologie. Donc, ça peut être... Mais là, vous m'avez mal compris. Je pense qu'il y a, vous avez tout à fait raison, qu'il y a un lien, disons, dont on a... façon dont on conçoit la nature qui est très protestante, mais les Allemands ne sont pas protestants, c'est ce que je voulais dire. Il y a Christiane Deusen qui avait une question. Oui.
Nein, ja, also ich sage es auf Deutsch. Was mir etwas fehlt in der Debatte im Augenblick, ist die Einordnung, die ist die zeitliche Einordnung. Ich habe den Eindruck, wir gehen sehr schnell von den 60er Jahren in die 80er Jahre der grünen Bewegung, der Ökologiebewegung. Und worum es mir vielleicht gehen würde, wäre eine stärkere zeitliche Einordnung. 60er Jahre mit sozusagen der Notstandsgesetzgebung, das scheint mir auch nicht ganz richtig bewertet worden zu sein. Also jedenfalls die Bedeutung, die das ja hatte in Deutschland. Dann auch für die Studentenbewegung, dann ich meine dann 70er, in den 70er Jahren für die ganze ökologische Entwicklung, die und auch was auch Energiefragen, die dann zur eine Rolle spielen, ist natürlich die Energiekrise. Die erste große Energiekrise, das waren große Einschnitte, finde ich. Und dann in den 80er Jahren eher die Entwicklung der Grünen. Ich habe den Eindruck, wir machen, aber ich will die Diskussion jetzt nicht hier festhalten, weil ich weiß, wir wollen ja noch bis zur Gegenwart gehen und da gibt es noch interessante Fragen. Aber ich habe den Eindruck, wir machen allzu schnell den Brückenschlag von 68 bis Mitte der 80er Jahre. Herr Rucht, können Sie das auf sich sitzen lassen? Ja, wir haben jetzt ein großes Thema und wir können jetzt, glaube ich, schlechterdings nicht jetzt chronologisch sozusagen die Ereignisse abrufen und Entwicklungen abrufen. Aber es ist klar, dass es da Vermittlungsschritte gibt. Also 1968 war das Ökologiethema in Deutschland so gut wie nicht präsent. Es gab natürlich einen traditionellen Umweltschutz, der bis ins späte 19. Jahrhundert zurückreicht. Das können jetzt alles auflisten, was die einzelnen Schritte waren, bis hin zu den Nationalsozialisten, die da auch das erste relevante Gesetz erlassen haben in Sachen Umweltschutz in Deutschland. Also es gab viele Vermittlungsschritte, aber insgesamt ist es so, dass, ich weiß gar nicht, auf welche Frage ich jetzt reagieren soll, denn wir können jetzt das nicht nachholen, dass wir sozusagen sukzessive die einzelnen Etappen bis zur Gegenwart danach vollziehen. Eine Frage war ja, gibt es sowas wie eine besondere deutsche Mentalität, vielleicht einen romantischen Hang, der dann so einen besonderen Naturbezug schafft und daraus ließen sich dann die Grünen oder die relative Stärke der Grünen in Deutschland erklären. Ich weiß nicht, ob ich darauf eingehen soll oder eine andere Frage jetzt diskutieren soll. Es ist so ein offenes Feld mit vielen Möglichkeiten. Sie sind frei. Okay. Aber nur noch eine Minute. Also ich halte erstmal ehrlich gesagt wenig von Erklärungen, die auf einem Nationalcharakter basieren. Vor allen Dingen ist dieser Charakter nicht zu isolieren von den strukturellen Bedingungen, die dem jeweiligen Land auch herrschen. Und zu diesen strukturellen Bedingungen gehört natürlich eine gewachsene Geschichte. Dazu gehört aber auch ein bestimmtes Verständnis des Parlaments und der Rolle der Bürgerschaft. Dazu gehört ein Pressewesen. Und nur in Wechselwirkung mit diesem institutionellen Gefüge entstehen dann möglicherweise Prägungen, Mentalitäten, die man dann besser nicht als Nationalcharakter oder sowas bezeichnet, sondern einfach nur sagt, ja, es gibt bestimmte Unterschiede im Ländervergleich. Da werden dann immer die Durchschnitte herangezogen. Sie wissen aber, dass Durchschnitte nicht besonders aussagekräftig sind. Wenn ich meinen linken Fuß in eiskaltes Wasser stecke und meinen rechten Fuß in ganz heißes Wasser, dann habe ich im Grunde eine angenehme Durchschnittstemperatur jetzt bezogen auf die beiden Beine. Aber das sagt nichts über die Realität aus. Das heißt, es sind so häufig die nationalen Unterschiede, also die Unterschiede innerhalb eines Landes zwischen den Regionen, größer als die behaupteten Unterschiede zwischen Nationen. Vielen Dank. Ich würde jetzt, glaube ich, doch angesichts der Zeit den Sprung in die Gegenwart wagen. Donc, je vous invite aussi à réagir, mais je pose une question d'abord de nouveau à nos trois intervenants concernant une phrase que Dieter Rucht a dit au début, que les promesses de démocratisation n'ont pas été tenues. Das Versprechen oder die Demokratieverheißung wurde nicht eingelöst. Ich glaube, das war Ihre Formulierung. On parlait de démocratisation, mais la démocratisation, en tout cas dans le domaine politique peut-être, c'est la question de Jürgen Finger, qu'est-ce qu'on entend par, ou dans quel contexte est-ce qu'on discute la démocratisation ou la démocratie, mais dans le réseau politique, dans le domaine politique,
ça n'a pas été réalisé, au moins pas dans la façon comme ça a été entendu au début. Est-ce que en Allemagne, l'AfD, qui se réfère à Willy Brandt, qui utilise ce que nous avons vu au début pour dire « c'est nous, l'extrême droite, qui réclame plus de démocratie », est-ce que le Front, le Rassemblement national en France, qui dit « nous, nous voulons la démocratie directe », est-ce que... Je ne vais pas dire que ce sont les héritiers, hein, ne me comprenez pas mal, mais est-ce que ce sont ceux qui, eux, qui ont pris la relève de ce qui était un mouvement de gauche ou d'extrême gauche dans les années que nous avons discuté. Donc où en sommes-nous avec la démocratie, la démocratisation en 2020? Petite question pour terminer. Personne n'échappe, donc. Zwei Dinge will ich verkürzt jetzt sagen. Das erste ist, ich habe ja behauptet, und das ist eine etwas freche Behauptung, dass die große Demokratieerwartung, das große Demokratieversprechen, das bleibt und blieb uneingelöst. Jetzt könnte man dagegen halten, eine Fülle von kleinen demokratisierenden Schritten. Und ich habe eine Liste hier, das sind etwa 15 oder 20 Punkte. Das heißt, es wurde an vielen Stellen graduell etwas im Sinne einer weitergehenden Mitsprache, Informationsmöglichkeit, zum Teil auch Mitbestimmung, durchaus bewirkt. Das Verbandsklagerecht gehört dazu, erweiterte Klagemöglichkeiten bei Planungsverfahren im Flugrecht, im Baurecht, im Verkehrsplanungsrecht, Ausländerbeauftragte, Frauenbeauftragte, die Einführung von Referenten auf Landesebene in allen deutschen Parlamenten, wohlgemerkt nicht auf Bundesebene, die Einführung von Bürgerentscheiden auf lokaler Ebene. Also die Liste ist ziemlich lang. Und es könnte jemand ja auf die Idee kommen und sagen, das ist doch alles wunderbar, wieso sollten wir überhaupt noch über mehr Demokratie nachdenken? Wir haben doch schon unglaublich viel erreicht, auch in den letzten 30 Jahren erreicht. Wenn ich jetzt als politischer Kopf hier sitze und nicht als nüchterner Wissenschaftler, dann würde ich sagen, ja, wir haben viel erreicht, aber ich bin unzufrieden persönlich. Man kann viel weitergehen, man sollte viel weitergehen, das wäre sozusagen jetzt ein persönliches Bekenntnis. Jetzt kommt der zweite Gedanke, nur kurz. Wie halten es denn Rechtsradikale und Rechtspopulisten mit der Demokratie und mit ihren Demokratisierungsforderungen? Vielleicht sollte man sich mal einen konkreten Ausgangspunkt nehmen und der wäre jetzt verbunden mit dem Namen Pegida. Muss man das erklären? Pegida ist eine rechtspopulistische bis rechtsradikale Gruppierung, die in Dresden ihren Anlauf nahm und inzwischen in ihrer Bedeutung gesunken ist, aber sehr wichtig war, indem sie auch die AfD oder diese Thematik Ausländerfeindlichkeit und was immer dazu gehört, damit befördert hat. Pegida oder die Pressesprecherin von Pegida, die hat sich dann zerstritten mit der Führung, mit der lokalen Führung und wollte dann eine eigene Partei oder einen eigenen Verein aufmachen. Und da sollte so ihre glorreiche Idee, die direkte Demokratie im Mittelpunkt stehen. Und diese Frau wusste überhaupt nicht, dass es schon eine lange Traditionslinie gibt von Forderungen direkter Demokratie. Die wollte quasi bei Null anfangen und dieses Rad neu erfinden. Sie ist damit auf keinerlei Resonanz gestoßen, auch innerhalb der AfD. Wird zwar das Wort Demokratie beansprucht, in den Mund genommen, gelegentlich auch direkte Demokratie gefordert, aber das sind erstmal nur Worthülsen, hinter denen keine Analysen stehen und hinter denen auch nicht die Mehrheit der Anhängerschaft steht. Das ist schlicht kein Thema. Uh.
Oui, alors je pense que c'est effectivement c'est intéressant. J'irai peut-être un peu plus loin. On n'a pas encore parlé des élections européennes de 2019. Si on compare la carte électorale, donc pour Bündnis 90 Die Grünen qui a obtenu, il me semble, 20,5% des voix. Si on regarde, on met en parallèle les cartes électorales et donc le vote à l'échelle de l'Allemagne, on voit une Allemagne bicéphale. Donc peut-être je vais le dire de manière un peu provocative aussi, mais je pense que la question de la démocratie, de ce que représente justement 69, doit se lire aussi au regard de ce que représente 89, 90, c'est-à-dire que la récupération de l'AFD, je pense, doit être vue aussi dans ce contexte-là. Je pense derrière le Willy Brandt, derrière Mehr Demokratie, il y a aussi la récupération Wir sind das Volk. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de stratégies politiques qui sont mises en œuvre pour justement emmener ceux qui n'auraient pas été emmenés par la démocratie depuis la Wende. Et donc, c'est la droite qui fait, qui intègre l'extrême droite, qui intègre ceux qui n'ont pas été impliqués après la Wende, c'est le cas. Naja, im Prinzip ist es natürlich so, weil das haben meine beiden Vorredner natürlich schon gesagt, dass wir es hier mit einem gewissen ja infamen Raubzug ja auch der AfD zu tun haben, die sich eben solcher Schlagwort und Tradition wie mehr Demokratie wagen, die an sich reißt, sage ich jetzt mal. Und da haben wir natürlich auch irgendwie so dieses Muster, vollende die Wende, war ja, glaube ich, auch ein Slogan im ostdeutschen oder in den ostdeutschen Bundesländern im Wahlkampf. Und ich meine, da muss man ja nur noch mal vielleicht darauf hinweisen, was ja auch schon häufig getan wurde, dass viele der Protagonisten der AfD nicht nur aus Westdeutschland kommen, sondern die Wende, die sogenannte, eben auch teilweise in der hessischen Staatskanzlei erlebt haben und da irgendwie von Vollendung auf ostdeutscher Seite jetzt eigentlich erstmal nicht die Rede sein kann. Ich störe mich so ein bisschen daran, wenn man diesen Punkt AfD jetzt so stark macht mit Blick auf Demokratievorstellungen, dass man da ein Stück weit natürlich auch, und das hat Annette auch schon angedeutet, die andere Seite von Demokratiediskursen, die natürlich dann anders gefüllt werden, irgendwie ein Stück weit außer Acht lässt. Also wir haben es natürlich ja trotzdem mit Fridays for Futures zu tun, die ihre Umweltforderungen auf die Straße tragen, was sehr viel stärker nochmal anschließt an auch die Formen und die Praxis der neuen sozialen Bewegung und vielleicht auch der APO möglicherweise, aber eben jedenfalls auch nochmal Protest als demokratische Praxis. Wir hatten irgendwie in den 90er, 2000er Jahren die Antiglobalisierungsbewegung, wo wir auch nochmal eine stärkere Kontinuität zu den historischen Phänomenen haben, die wir uns heute angeguckt haben. Und deswegen nochmal zustimmend zu Annette, ist natürlich ein Punkt, den wir heute in der politischen Landschaft beobachten, eine neue Kluft. Und das würde Wolfgang Merkel, ein Berliner deutscher Politikwissenschaftler, beschreiben mit der neuen Kluft zwischen Kosmopoliten und Kommunitaristen. Also den, ich sage jetzt mal, den mobilen, den gut gebildeten, ich überschwitze jetzt diese These, im Vergleich zu den vermeintlich zurückgebliebenen, die im ländlichen Raum festhängen. Also ich habe das jetzt sehr, sehr stark vereinfacht, aber das wäre natürlich eine These, die man weiterdenken könnte, die in gewisser Weise möglicherweise auch die Perspektive auf die neue Stärke einerseits der AfD, aber natürlich auch der Grünen wirft. Wobei ich eben auch sagen würde, man macht es sich zu einfach, wenn man die AfD als die Partei der Zurückgebliebenen beschreibt. Dafür sind die Wahlergebnisse im wohlhabenden Südwesten zu hoch. Aber ich gleite, glaube ich, ab in Gegenwartspolitik. Ja, ich meine, die Gefahr ist natürlich bei diesem Thema, on est dans un sujet qui invite à des observations qui concernent notre temps présent. C'est pour ça aussi que, avant le verre qui vous attend, je vous laisserai encore la possibilité de poser une ou deux questions concernant le temps présent ou l'avenir, si vous voulez bien. Sie brauchen das Mikrofon, sonst versteht man Sie nicht. Ich weiß nicht, ob man nicht etwas vernachlässigt hat, dass man sich heute von den Parteien absondern will und vor allen Dingen die Zivilgesellschaft ins Spiel bringen. Das heißt, dass es Wege gibt, die einen anderen Zugang zur Verantwortung oder Mitbeteiligung in Entscheidungsprozessen möglich macht.
Und von daher wird die Kritik, die sowieso an den Parteien besteht, wahrscheinlich, weil jeder irgendwelche Politiker verdächtigt, sich zu bereichern, zum Beispiel bei der Veränderung der Stadt in Paris und so weiter, weil das ja alles von Unternehmen, die daran interessiert sind, finanziert werden wird und so weiter. Das heißt, die Frage, die ich mir stelle, ist, wie kann man die Leute, die also sich jetzt in die Verantwortung gehen wollen, mobilisieren? Also zum Beispiel Macron hat eine Bewegung aufgebaut, die aber langsam wieder zerfällt. Und welche anderen Beispiele? Wollen wir das gleich einfach als Frage nehmen? Ich sehe bei den Organisatoren Ungeduld und ich sehe auf dem Podium Kompetenz, um zu antworten. Wie kann man die demokratischen Impulse sozusagen zu fassen? Welche demokratischen Impulse wäre erstmal eine Rückfrage? Es gibt eine Linie, einen Strang von Leuten, von Gruppierungen, die fordern mehr direkte Demokratie. Das betrifft die Einführung von Referenden auf Bundesebene. Das betrifft auch die Erleichterung der Hürden für bestehende Referenden auf Landesebene, die zum Teil sehr, sehr hoch gesetzt sind, sodass es beispielsweise in Baden-Württemberg, da gab es jetzt immerhin ein Referendum, sehr, sehr schwer wird, überhaupt so ein Referendum in Gang zu setzen. Also das ist sozusagen eine Diskussionslinie. Es gibt andere, die darauf zielen, dass sich die Parteien revitalisieren, indem sie zum Beispiel ihre Basis stärker einbinden, indem die Vorsitzende dann durch ein Gremium von nicht von Delegierten, sondern tatsächlich von Parteimitgliedern gewählt wird. Da kann man an vielen Stellen ein bisschen rumschrauben. Es gibt aber sehr viel radikalere Ansätze, die völlig minoritär sind. Es gibt zum Beispiel seit 30 Jahren eine Gruppierung Graswurzelrevolution. Das sind teilweise Anarchisten, aber da darf man jetzt nicht assoziieren Bombenleger, sondern das sind pazifistische Anarchisten, die immer noch die Vorstellung haben, man könnte so eine Form der Graswurzeldemokratie auch in großem Maßstab etablieren. Und vielleicht noch um einen vierten Strang zu nennen, weil jetzt vorher auch das Stichwort Fridays for Future fiel, da gibt es, ich habe das auch ein Stück weit recherchiert, im Grunde keine Vorstellungen über Demokratisierung. Es gibt allerdings einzelne konkrete Forderungen, nämlich dass dem Deutschen Bundestag so eine Art Bürgerrat zur Seite gestellt wird. Nach dem Zufallsprinzip werden da Bürgerinnen und Bürger reinbestellt oder beordert in diesen Rat. Und der soll dann in der Version von Fridays for Future dem Parlament gleichsam beratend und druckmachend zur Seite stehen. Es gibt die etwas verschärfte Variante dieser Forderung von Extinction Rebellion. Dieser Rat hätte ein Vorrecht in seinen Entscheidungen und Beschlussfassungen gegenüber dem Parlament, was völlig eine absurde Konstruktion ist. Ja, dann bräuchte man ja gar nicht mehr zur Wahl zu gehen und dieses Parlament überhaupt zu bestücken mit Leuten. Also da gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen, ich kann das jetzt nicht auffächern, aber es gibt jetzt nicht die zentrale politische Kraft, die mit einer sehr konkreten und halbwegs realitätsnahen Politikvorstellung Demokratisierung auf den Weg bringen könnte und würde. Ja, vielleicht nur ganz kurz, weil Sie auch nochmal die parlamentarische Kraft gerade genannt haben. Und deswegen zum Thema Mobilisierung würde ich eigentlich gerne eine Gegenfrage formulieren, nämlich die Frage, wer möchte eigentlich wie stark überhaupt mobilisiert werden? Also ich glaube, wir sind jetzt bei der heutigen Diskussion und auch mit Blick auf natürlich die Akteure, die wir uns heute angeguckt haben, sehr stark von dem Bild des Citoyens ausgegangen, dem wir als Citoyen und Citoyenne wahrscheinlich in den meisten Fällen zustimmen würden, des engagierten Bürgers, der möglichst stark beteiligt werden möchte und der quasi fortwährend befragt werden möchte. Ich bin mir aber gar nicht so sicher, ob das immer die Lebensrealität der Mehrheit der Bevölkerung betrifft und ob, ich sage jetzt mal, eine große Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern vielleicht auch gar nicht so unzufrieden damit ist, eben bei einem parlamentarischen System
gar nicht so oft sozusagen sich äußern und mobilisieren zu müssen. Also es wäre jetzt eine Frage, die ich tatsächlich mit einem offenen Fragezeichen versehen würde. Aber wo wir, glaube ich, gerade bei Themen, wie wir sie heute behandelt haben, eben sehr stark auch vor allen Dingen auf eine bestimmte Gruppe fokussieren, der wir meistens selber angehören. Aber das bildet dann auch nicht unbedingt immer die Gänze einer demokratischen Gesellschaft ab. Also von daher nochmal irgendwie so den Stab brechen für vielleicht parlamentarische Demokratie. J'ai rien à ajouter à ça. Je vous donne tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'on a le double. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. Quand on parle de démocratie, il y a aussi beaucoup de risques. Donc la question, c'est qui on emporte. Qui souhaite être emporté aussi. Je pense qu'il y a la question des nouveaux médias qui est une question cruciale. Je ne sais pas si on peut voir la question climatique, donc qui occupe actuellement les devants de la scène, comme une question démocratique fondamentalement. C'est-à-dire si on n'arrive pas à donner de réponse aux défis climatiques, est-ce qu'on ne risque pas justement à ce que le réchauffement du climat environnemental n'est pas intrinsèquement lié aussi au refroidissement du climat sociétal ? Merci beaucoup Annette et merci à vous tous. Je constate qu'on a fait un tour à travers les mouvements politiques, les idées politiques depuis les années 60, au début partant de ceux qui ont mis en question la démocratie parlementarienne pour arriver à Silke Mende qui nous rappelle les valeurs de la démocratie parlementarienne face à ceux notamment de l'extrême droite, un tiers dans les présidentielles françaises l'année dernière, un quart dans les élections allemandes, au moins dans certaines régions de l'année précédente, qui se réclament justement de la démocratie. Donc je ne vais pas dire qu'ils ont raison de le faire, mais ça évoque la lutte contre les élites et entre autres une lutte contre les élites parlementariennes. Et dans ce sens-là, il n'y a pas de continuité, je pense, pas de continuité personnelle, mais il y a des questions que nous devons nous poser face à ce virage de l'extrême gauche vers l'extrême droite, si je finis aussi en exagérant un peu. Nous aurons la possibilité d'en discuter avec un verre de vin, encore, voilà. Christiane Dreusen, la maison Heinrich-Heine, nous y convoie. Et je vous remercie tous et toutes d'être venus et d'avoir participé à cette discussion, et notamment à nos trois intervenants et aux traductrices qui ont rendu tout ça possible. Merci beaucoup.